Mildred Hayes, warum haben Sie die Billboards aufgestellt? Meine Tochter Angela wurde vor 7 Monaten auf diesem Straßenabschnitt ermordet. Am klügsten ist es, die besten Schauspieler zu engagieren. Die Polizei scheint mehr damit beschäftigt, Schwarze zu foltern, als echte Verbrechen aufzuklären. Und dann lässt man ihnen freien Lauf während des Drehs. Was, bist du ein Idiot? Sag zu mir nicht Idiot, Dixon! Hab ich doch gar nicht. Ich fragte, ob du ein Idiot bist. Das war eine Frage. Hingelegt, Cedric. Er bevorzugt die Arbeit im Ensemble und ich denke, dass sich Martin als Filmregisseur sein eigenes Ensemble schafft. Es ist sein 2. Film mit Woody und sein 2. mit Sam. Es gibt eine Reihe von Schauspielern in diesem Film und Martin weiß, was sie können. Wie heißen Sie? Mein Name steht auf dem Schild, Mann. Sind Sie schwerlesend? Oh, schwerlesend. Nein, nein, das ist gut. Schwerlesend, also analog zu schwerhörig. Aber Sie haben gesagt schwerlesend. Sie sind ein Fan von Wortspielen, ne? Was wollen Sie? Martin liebt Proben mit Schauspielern bei seinen Theaterstücken. Wenn er Schauspieler mit einem Theaterhintergrund für Filme besetzt, ergibt sich ein blindes Vertrauen. Wie viel haben die Billboards gekostet? Ungefähr so viel wie ein Sattelschlepper. Lass sie los! Au! Ich müsste mal kurz aufs Klo. Es ist wirklich fesselnd, Schauspieler zu sehen, die außergewöhnlich und interessant und überraschend sind. Halt die Fresse. Man kann sich niemand sonst in diesen Rollen vorstellen, wenn man diese Szenen spielt. Einfach unmöglich. Was denn, willst du etwa zu deiner Geliebten? Ich habe keine Geliebte. Ja, ich weiß. Viele Schauspieler in kleineren Rollen wie Amanda oder Brandon Sexton waren schon in 7 Psychos dabei oder haben wie im Fall von Shelko und Kerry Condon in Stücken von mir mitgespielt. Es ist doch toll, neue Leute wie Caleb zu entdecken. Ein toller Schauspieler, mit dem ich hoffentlich noch viel arbeiten werde. Ich dachte, Sie verprügeln nur Schwarze, Dixon. Ich mag die Idee, ein Repertoire an Schauspielern zu haben, mit denen ich Film um Film drehe und die ganz andere Rollen in jedem neuen Film spielen. Es fühlt sich an wie eine Familie und das ist irgendwie beruhigend. 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri. Ab Donnerstag, 25. Januar, nur im Kino.